Manchmal findet man im Aachener Wald so tiefe Löcher. Und das ist eine besondere geomorphologische Form. Diese Löcher finden wir an vielen Stellen im Aachener Wald. Insbesondere dann, wenn wir Kalk im Untergrund haben. Und das ist an dieser Stelle der Fall. Hier im Untergrund finden wir die Kohlenkalke, die hier fast senkrecht stehen. Ungefähr in diese Richtung sind die Schichten orientiert. Das heißt, die ursprünglich so lagernden Schichten sind so gefaltet, verlaufen nun in diese Richtung. Aber wie kommt es jetzt zu diesen Löchern hier? Ich meine, hier fehlt definitiv was. Das ist also eine Hohlform. Eine Vollform wäre etwas, wo aufgeschüttet worden ist, zum Beispiel ein Maulwurfshügel oder ein Berg. Das hier ist eine Hohlform, hier fehlt etwas. Und das Besondere an dieser Stelle ist, das ist eine geschlossene Hohlform. Es gibt keinen Fluss, der hier rausfließt. Wo ist dieses Material also hin? Und dieses Material ist im Untergrund verschwunden. Wir haben hier Lösungsverwitterung. Das gehört zu den Karstprozessen. Und zwar wird der Kalk durch Säure gelöst. Was ist die am häufigst vorkommende natürliche Säure? Das ist die Kohlensäure. H2CO3 bildet sich, indem sich CO2 mit Wasser verbindet. Also mit H2O. Finden wir hier überall. Gerade heute, wo es hier regnet, bildet sich Kohlensäure. Und diese Kohlensäure greift den Kalk an. Dieser Kalk wird gelöst. Und da, wo wir Spalten im Untergrund haben, fließt der gelöste Kalk in den Untergrund ab. Es entsteht ein Hohlraum unterirdisch. Und häufig stürzen diese Hohlräume dann ein. Und dann bildet sich eine solche Hohlform. Aber wie funktioniert nun diese Lösungsverwitterung? Und dazu habe ich Ihnen die Formel für die Kalklösung mitgebracht. Was wir hier haben, ist der Kalk, CaCO3. Dann brauchen wir die Kohlensäure, H2CO3. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Wasser dazu, zusätzliches Wasser, H2O. Und daraus wird dann Ca, Klammer auf, HCO3, Klammer zu, zweimal. Das ist der gelöste Kalk, der abfließt. Und es kommt nochmal Wasser wieder raus. Eigentlich ist diese Formel deutlich komplizierter. Es gibt noch eine ganze Menge Zwischenschritte, aber fürs erste Semester reicht das, wenn Sie sich diese Formel so merken. Wann das hier jetzt passiert ist, das kann ich Ihnen nicht sagen. Es kann sein, dass diese Lösungsverwitterung hier schon vor Millionen von Jahren angefangen hat. Dass diese ursprüngliche Doline, so heißen solche Hohlformen, wo Material fehlt, die durch Kalkverwitterung entstanden sind oder durch Kalklösung entstanden sind. Es kann sein, dass diese Doline ursprünglich schon vor der Ablagerung des Kreidebasistons sich gebildet hat, dann wieder verfüllt worden ist und jetzt wieder reaktiviert worden ist. Gut, das heißt, hier haben wir eine Doline im Aachener Wald, die gehört zu den Karstformen und entsteht durch die Lösung des Kalks durch die Kohlensäure. Wir finden noch deutlich mehr solche Hohlformen oder geschlossenen Hohlformen hier im Aachener Wald. Zum Beispiel das, was Sie hier hinter mir sehen. Das ist eine kreisrunde geschlossene Hohlform. Allerdings an dieser Stelle haben wir vermutlich keine Lösungsverwitterung, keine Karstprozesse. Das erkennt man daran, dass wir rund um diese Hohlform einen Wall haben. Und dieser Wall deutet darauf hin, dass es sich hierbei um eine anthropogene Form handelt. Weil die Lösungsverwitterung würde keine Welle produzieren. Sondern was wir hier haben, ist ein Bombenkrater aus dem Zweiten Weltkrieg. Die finden wir im Aachener Wald sehr weit verbreitet, finden Sie an ganz vielen Stellen, auch hier oben im Nellison Park. Ein deutlicher Hinweis darauf, dass es sich um Bombenkrater handelt, neben dieser Waldstruktur ist, dass wir hier mehrere in einer Reihe haben. Das heißt, das hier sind Spuren aus dem Zweiten Weltkrieg und das fällt unter anthropogene geomorphologische Formen.